Ja, vielen Dank, Frau Weisbach, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie auch sehr herzlich willkommen heißen und begrüßen an diesem wunderschönen sonnigen Tag in diesem fensterlosen Raum. Ich habe mir vorgenommen, dass wir heute nicht so sehr im geschlossenen, fensterlosen Raum diskutieren, sondern vielleicht ein bisschen über aus dem Raum hinausschauen. Mir vorgenommen, Ihnen heute vielleicht eher Perspektiven aufzuzeigen, so wie wir die Perspektiven des deutschen Bankenmarktes als Bundesbank sehen, uns ein bisschen mit den zentralen Herausforderungen des deutschen Bankensektors zu beschäftigen. Es freut mich sehr, dass wieder so viele von Ihnen gekommen sind aus den Bankvorständen, aus den Sparkassen, aus Verbänden, Beratungen, Dienstleistern. Die Community ist wieder vollständig zugegen. Das freut mich sehr und ich bin auch dankbar, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesbank, aus den Hauptverwaltungen und aus der Zentrale hier heute hergekommen sind, um Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Obwohl wir uns im Tagesalltag natürlich eher mit den akuten Problemen beschäftigen, möchte ich Ihnen in erster Linie heute Perspektiven aufzeigen. Lassen Sie mich die Frage einfach mal so stellen. Wenn wir uns in 5 Jahren hier wieder treffen, welche der Dinge, die uns heute beschäftigen, sind eigentlich dann noch Herausforderungen? Ich denke, dieser stärker in die Zukunft gerichtete Blick liegt gerade 2019 besonders nahe, denn wir erleben in der Finanzmarktregulierung ja schon ein Stück weit so etwas wie eine Zäsur, und Frau Weisbach hat das eben auch schon angedeutet. Denn im vergangenen Jahrzehnt lag der Fokus vor allen Dingen darauf, die regulatorischen und aufsichtlichen Lehren aus der Finanzkrise zu ziehen. Nun kommen mit dem europäischen Bankenpaket und der Umsetzung des letzten Teils von Basel III diese ehrgeizigen Reformen doch weitgehend zum Abschluss. Bis alles umgesetzt ist, wird es zwar noch einige Jahre dauern und Sie und uns stark beschäftigen, aber es ist einstweilen nicht mehr viel in der Pipeline drin, um in dem Bild von Frau Weisbach zu sprechen. Das Jahr 2019 ist für mich deshalb auch ein Jahr für das Setzen neuer Themen, ein Jahr des, neudeutsch gesprochen, Agenda-Settings. Es muss jetzt wieder stärker um Zukunftsfragen gehen, etwa die strukturellen Veränderungen auf den Finanzmärkten, die digitale Transformation und auch die Veränderung des ökonomischen und politischen Umfeldes für Sie und für uns auch. Ich möchte meine Einführung deshalb in die folgenden 3 Abschnitte gliedern. Erstens, was geht vorüber? Das sind die Themen, die heute noch sehr wichtig sind und die wir in 5 Jahren aber hinter uns gelassen haben sollten. Zweitens, was bleibt? Das sind die Probleme, deren Ursachen wir wohl noch über längere Zeit nicht überwunden haben werden. Und drittens, was kommt? Das sind die Themen, von denen ich erwarte, dass sie in Zukunft an Relevanz gewinnen werden und uns noch stärker werden beschäftigen als heute. Also 3x3 Themen, sorgfältig und mit Bedacht ausgewählt mit den Kollegen in dem Zentralbereich Bankenaufsicht der Bundesbank. Beginnen wir also mit dem, was aus meiner Sicht vorübergehen wird. Also mit den Themen, die unseren Alltag im Hier und Jetzt prägen, die aber hoffentlich, Herr Otto, auf dem Bundesbank-Symposium 2024 passé sein werden. Ich sehe hier 3 Bereiche. Werden wir erstens in 5 Jahren noch über die Regulierungsreform nach der Finanzkrise sprechen? Ich denke nicht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die meisten Vorhaben abgeschlossen und umgesetzt haben und ja, mehr oder weniger ganz selbstverständlich in diesem neuen Rahmen agieren werden. Vorausgesetzt natürlich, dass es keine neuen Turbulenzen auf den Märkten gibt, aber derzeit haben wir dafür keine konkreten Hinweise. Die letzten Stücke des Regulierungspuzzles werden gerade
gesetzt. Das Bankenpaket wird nach heutigem Stand vom Europäischen Parlament noch vor den Europawahlen verabschiedet werden. Damit werden die Bausteine des Basel III-Pakets aus dem Jahr 2010 umgesetzt. Die Leverage Ratio und die strukturelle Liquiditätsquote, NSFR, werden künftig zu verbindlichen Mindestanforderungen. Auch die Umsetzung der neuen Basler Marktrisikoregeln wird eingeleitet. Die im Bankenpaket enthaltenen Regeln zum Thema Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit werden den Risikoabbau in der Bankenunion vorantreiben. Damit ist allerdings die Risikoreduktion keineswegs abgeschlossen, aber es macht mich doch ein wenig zuversichtlich, dass in Europas Bankenunion auch die verbleibenden Risiken mit Entschlossenheit adressiert werden. Dabei verbleibt für die Bundesbank allerdings eine größere Baustelle, die wir hoffentlich ebenfalls in den kommenden Jahren hinter uns lassen sollten. Und das ist es auch, denke ich, für viele hier im Raum wichtige Thema der Proportionalität, also der Senkung unverhältnismäßig großer operativer Lasten für kleine, nicht komplexe Institute. Hier, und das können wir, glaube ich, auch mit ein bisschen Zufriedenheit sagen, ist es uns in den vergangenen 2 Jahren gelungen, auf europäischer Ebene ein gemeinsames Verständnis zu erzeugen. So enthält das Bankenpaket nun eine Definition für kleine, nicht komplexe Institute. Maßgeblich sind eine Bilanzsumme von maximal 5 Milliarden Euro sowie qualitativen Kriterien. Die Grundsatzfrage, wie wichtig Proportionalität in der Regulierung ist und wie sie umgesetzt werden kann, haben wir damit geklärt. Der Grundstein ist gelegt, dass den Instituten künftig weitere gezielte Erleichterungen dort eingeräumt werden können, wo der Verwaltungsaufwand nicht im Verhältnis zum aufsichtlichen Nutzen steht. Und ich möchte hier klar sagen, dass ich das Engagement meines geschätzten Vorgängers Andreas Dombrett, der heute auch hier im Raum ist, gerade in diesem Punkt mit aller Entschiedenheit fortsetzen werde. Der zweite Bereich auf der Zielgeraden ist die Umsetzung von Basel III des Finalisierungspakets und die ist bis Anfang des Jahres 2022 vereinbart. Also ein Ende des Basel-Marathons ist in Sicht und niemand vor Weißbach spricht von Basel IV und Sie sollten das auch nicht in den Mund nehmen, weil damit der Eindruck erweckt wird, als wünschen Sie sich ein neues Paket und das habe ich bisher wenig vernommen. Eine umfassende Auswirkungsstudie ist in Arbeit und ich möchte hier an dieser Stelle den vielen teilnehmenden Banken an dieser Auswirkungsstudie für die Mitwirkung an dieser wirklich mühevollen Übung danken. Aber die Investition wird sich lohnen, denn auf der Basis der dort gewonnenen Erkenntnisse wird die nach den Europawahlen neu zusammengesetzte Europäische Kommission einen Gesetzesvorschlag vorlegen. Damit wir diese Reformagenda dann wirklich abschließen können, müssen wir die internationalen Vereinbarungen aber auch lückenlos umsetzen. Herr Weidmann hat das in seiner Videobotschaft bereits gesagt. Wir sollten zum einen diese Chance zur Stärkung der Widerstandskraft im Bankensektor im globalen Rahmen nicht verspielen. Zum anderen müssen wir durch die uneingeschränkte Umsetzung der de jure ja unverbindlichen Basler Standards, durch die uneingeschränkte Umsetzung bei uns jeglichen Vorwand für andere ausschließen, ihrerseits von den Regeln abzuweichen. Sonst steht das mühsam Erreichte und, darf ich sagen, in der internationalen Wirtschaftsregulierung einzigartige Regelwerk auf dem Spiel. Gerade angesichts der bedauerlichen Gefährdungen für den Multilateralismus müssen wir in unserem und im gemeinsamen Interesse entschlossen eintreten für die globale Standardisierung, auch durch unser eigenes Umsetzungsverhalten.
Ich weiß, für manche Institute bedeuten die Reformen zusätzliche Anstrengungen. So ist der Output für einige größere Banken mit riskanteren Risikomodellen deutlich spürbar. Andererseits, die notwendigen Anpassungen sind machbar und vor dem Hintergrund der Risikoprofile aus meiner Sicht auch gerechtfertigt. Und für viele Institute sind die zusätzlichen Eigenkapitalanforderungen durch die Reformen ohnehin eher gering. Für mittlere und kleinere Banken liegen sie im Durchschnitt bei 5,7%. Für einzelne Institute sinken sie sogar. Und die zusätzlichen Anforderungen sind offenbar auch berechenbar. Unser gestriger Bericht über den Umsetzungsstand hat ja gezeigt, dass auch nach den neuen Zahlen die Belastungen im Wesentlichen unverändert sind. Kommen wir zum dritten Thema, das aus meiner Sicht vorübergehen wird oder zumindest vorübergehen sollte. Das Vereinigte Königreich wird zumindest in 5 Jahren aller Voraussicht nach nicht mehr zur Europäischen Union gehören und London wird, davon bin ich im Gegensatz zu anderen fest überzeugt, London wird nicht mehr die Rolle für den EU-Finanzplatz spielen, die es heute spielt. Ich denke, dass auf dem Kontinent die Kreditinstitute und andere Finanzmarktakteure ihre Präsenz ausgebaut haben und sich so vernetzt haben, dass sie wesentliche Funktionen übernehmen, die heute aus der City heraus erfüllt werden, vom Wholesale-Geschäft bis zum Clearing. Damit sollten Sie rechnen. Und das ist schlicht nichts anderes als ein klassischer ökonomischer Anpassungsprozess. Allerdings mit den neuen Möglichkeiten und auch den neuen Akteuren, einige sind ja heute hier in diesem Raum, werden sich auch Markt und Wettbewerb an den deutschen Finanzplätzen, vor allen Dingen, Herr Otto, hier in Frankfurt, noch einmal strukturell verändern und auch darauf müssen Sie sich einstellen. Der Übergang wird kein leichter sein, aber ich glaube, ich kann sagen, dass wir als Finanzmarkt besser auch auf einen harten Brexit vorbereitet sind als andere Sektoren. Dafür haben Sie ebenso wie die Gesetzgeber in Berlin, Brüssel und Straßburg durch Übergangsregelungen und wir europäische und nationale Aufseher gesorgt. Und in 5 Jahren werden wir uns hoffentlich nicht mehr den Kopf wegen kurzfristiger Übergangsprobleme zerbrechen. Was bleibt? Meine Damen und Herren, aus meiner Sicht werden wir auf 3 Dauerbaustellen in 5 Jahren noch beschäftigt sein. Solide Erträge in umkämpften Märkten, Konsolidierung und Kooperation und digitale Finanztechnologie. Beginnen wir mit den Erträgen. Der harte Wettbewerb im deutschen Bankensektor und die geringen Margen sind schon seit vielen Jahren ein Dauerbrenner, besonders vor dem Hintergrund des niedrigen Zinsniveaus. Und das wird sich so schnell nicht gravierend ändern, wenn Herr Weidmann auch die Aussicht auf eine weitere Normalisierung in Schritten in Aussicht gestellt hat. Darauf, meine Damen und Herren, müssen Sie sich einstellen und ich sage das hier in aller Offenheit, Ihr Geschäftsmodell muss auch mit niedrigen Zinsen funktionieren. Und an den Bilanzen 2018 sehe ich schon, dass viele von Ihnen, wenn auch nicht alle, doch beherzt ihre Hausaufgaben machen. Von der Geldpolitik, die erst jüngst wieder wegen der Folgen für die Banken heftig kritisiert wurde, können und dürfen Sie erwarten, dass Sie die Geldpolitik sich ausschließlich am Ziel der Preisstabilität orientiert. Die EZB kann nicht, und das können wir auch nicht befürworten, und sehen Sie mir bitte diese Bemerkung nach, die EZB kann nicht an Ertragsaussichten von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern ihre Geldpolitik ausrichten, auch wenn wir gerade als Bankenaufseher natürlich die negativen Nebenwirkungen sehen. Insgesamt besteht aus meiner Sicht aber kein Anlass, den deutschen Bankenmarkt ständig schlecht zu reden. Die Institute sind robust, die Portfolien sind solide und die Kapitalausstattung ist hoch. Oder wie The Banker kürzlich schrieb, der deutsche Bankenmarkt zeichnet sich aus durch Liquidity Strengths,
Strong Asset and Funding Structures. Darum, ich darf Ihnen das sagen, auch vor dem Hintergrund des Kontakts mit den Kolleginnen und Kollegen in Europa, darum beneiden uns andere und darauf können wir sogar ein wenig stolz sein. Und als Aufseher sage ich, solange genug Kapital aufgebaut werden kann, sind Erträge nicht alles. Die Vielfalt und damit der harte Wettbewerb haben, lassen Sie mich das als Bundesbanker einmal aus einer übergreifenden Sicht sagen, einen hohen gesamtwirtschaftlichen Nutzen, auch wenn Sie damit zu kämpfen haben. The three-pillar system has served the country pretty well, fasste es der Economist jüngst zusammen. Und es ist Ihr Verdienst, dass die Versorgung der Realwirtschaft mit Krediten und anderen Bankprodukten während des gesamten zehnjährigen Aufschwungs, der jetzt seit 2009 hinter uns liegt, reibungslos funktioniert hat. Man könnte es sogar noch pointierter sagen, für die deutsche Volkswirtschaft ist der in manchen Ecken, aus manchen Ecken schief angesehene deutschen Bankensektor geradezu ein Segen. Dennoch bleibt die Ertragskraft eine ständige Herausforderung. Nicht jedes Institut hat ein solides Ertragspotenzial, da gilt es sicher nachzubessern. Dabei darf sich niemand davor verschließen, Kernbestandteile des Geschäftsmodells auf den Prüfstand zu stellen. Und deshalb wird auch die Konsolidierung, mein zweiter Punkt in diesem Abschnitt, ein Dauerbrenner bleiben. Fusionen können ein wirkungsvolles Instrument sein, um hohe Verwaltungsaufwendungen aufzufangen. Und sie werden seit Jahrzehnten rege genutzt. Seit den frühen 90er Jahren ist die Anzahl der Kreditinstitute in Deutschland kontinuierlich gesunken, von fast 4.500 im Jahr 1991 auf heute etwa 1.800. Und die Zahl wird weiter sinken. Doch, meine sehr verehrten Damen und Herren, Fusionen sind nicht das einzige Instrument der Konsolidierung. Viel zu wenig wird aus meiner Sicht gesehen, in welchem Umfang in Deutschland Effizienzpotenziale durch Zentralisierung einzelner Elemente der Wertschöpfungskette gehoben worden sind und weiter gehoben werden können. Das kann innerhalb eines Instituts, in Verbünden, durch Kooperationen oder durch Auslagerung an Dritte sogar grenzüberschreitend geschehen. Hier, denke ich, eröffnen sich Ihnen noch viele Möglichkeiten, vor allen Dingen unter Nutzung neuer Technologien. Und innovative Formen der Zusammenarbeit selbstständiger Institute bringen manchmal mehr als der bloße Zusammenschluss von traditionellen Einheiten. Diesen Trend wollen wir als Aufseher durch entsprechende Gestaltung unserer Auslagerungsregelungen positiv begleiten. Der Bankensektor erlebt, wie auch andere Sektoren der Volkswirtschaft, Wellen von strukturellen Veränderungen. Eine Ausprägung solcher Prozesse sind eben Übernahmen und Zusammenschlüsse. Allein im vergangenen Jahr haben in Deutschland 53 Fusionen von Banken stattgefunden und manche von Ihnen hier im Raum haben solche Transaktionen initiiert und umgesetzt und können aus eigener Erfahrung berichten, welche Anstrengungen es bedeutet und wie viel Geschick es erfordert, dabei erfolgreich zu sein. Weitere Zusammenschlüsse dürften zu erwarten sein und Optionen werden ja gerade intensiv öffentlich diskutiert, worauf Frau Weisbach schon hingewiesen hat. Mir ist es heute aus gegebenen Anlass wichtig, darauf hinzuweisen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir als Aufsicht bei Fragen von Zusammenschlüssen von Banken neutral sind. Wir begleiten solche Prozesse zwar, aber wir initiieren sie sicher nicht. Sie wissen das, aber es ist vielleicht auch nicht überall in der Öffentlichkeit geläufig. Die Initiativen und das Design für Übernahmen und Zusammenschlüsse liegen beim Management der Institute und die Entscheidung liegt bei deren Eigentümern. Die Aufsicht kommt erst ins Spiel, sobald ein Plan an uns herangetragen wird. Gesetzlich vorgegeben ist allerdings, dass eine Fusion
der Genehmigung der Aufsicht bedarf, je nach Größe der deutschen Aufsicht von der BaFin und uns oder von der europäischen Aufsicht. Und daran wirken wir als Bundesbank ja in den jeweiligen Kollegien mit. Wir haben dabei zu prüfen, ob das neue Institut die regulatorischen Anforderungen erfüllt und auch perspektivisch erfüllen kann. Dazu braucht es ein tragfähiges, nachhaltiges Geschäftsmodell. Die Annahmen und Projektionen in den vorgelegten Geschäftsplänen werden deshalb gründlich analysiert. Hier gibt es keinen Bonus, hier gibt es keinen Malus und Champion ist keine aufsichtliche Kategorie. Wie in allen bankaufsichtlichen Fragen können Sie und natürlich insbesondere die direkt Beteiligten sich darauf verlassen, dass unsere Begleitung konstruktiv und kritisch ist. Denn nur eine kritisch nachfragende und prüfende Bankenaufsicht spielt eine konstruktive Rolle in ihrer Verpflichtung gegenüber den Instituten, aber auch gegenüber der Allgemeinheit. Und ich will hier schon sagen, auch zu denen, die ein bisschen Unbehagen empfinden in den letzten Tagen, wir haben schon den Anspruch, dem Gemeinwesen und der Öffentlichkeit gegenüber für Stabilität, Solidität und Sicherheit im Konsolidierungsprozess zu sorgen. Diesen Anspruch nehmen wir, wie in der Vergangenheit, auch bei künftigen Fusionen sehr ernst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht gelöst wird durch Fusionen allerdings eine tiefer liegende Herausforderung des Bankenmarktes, nämlich der permanente Einlagenüberschuss. Die Banken müssen die Mittel verleihen oder anlegen, wenn sie nicht 0,4% Negativzins bei der Zentralbank bezahlen möchten. Der Wettbewerb ist also hart und er würde nicht geringer, wenn die Zahl der Institute nur halb so hoch wäre. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum dritten bleibenden Thema kommen. Ja, nicht der Digitalisierung, sondern eher der digitalen Transformation. Denn es geht in den nächsten Jahren sicher um mehr als nur um ein paar schicke Apps. Die ganze Wucht der digitalen Veränderung der Welt können wir heute kaum abschätzen, jedenfalls nicht überschätzen. In 5 Jahren werden Fintechs bestimmt nicht mehr als außerirdische Wesen betrachtet, sondern mit den traditionellen Instituten organisch verknüpft sein. Darüber hinaus werden sich aber ganz neue Dimensionen auftun. Wer weiß schon, welche Entwicklungen sich aus Blockchain, dem Einstieg von Big Techs in den Finanzsektor oder aus veränderten Kundenverhalten ergeben. Das hat eine Konsequenz, die letztlich überhaupt nicht neu ist, die sich aber bis zur Dramatik entwickeln kann. Geschäftsmodelle müssen nicht nur überprüft und angepasst, sie müssen teilweise neu entworfen werden und das geschieht ja auch. Und sie müssen in der Lage sein, sie ständig weiterzuentwickeln. Was aber wenig bisher gesehen wird, ist, dass diese Transformation natürlich auch uns als Aufseher und auch die Regulierer betrifft. Denn wenn Sie, die beaufsichtigten Institute, Ihr Geschäftsmodell, Ihre Arbeitsweise und damit Ihr Risikoprofil grundlegend verändern, dann müssen wir uns fragen, ob unsere aufsichtlichen Instrumente und Praktiken überhaupt noch die richtigen sind. Und zwar nicht, das will ich hier ganz klar sagen, um Transformation zu blockieren oder aufzuhalten. Im Gegenteil, wir wollen Ihnen ermöglichen, die Chancen der neuen Technologien zu nutzen, ohne allerdings die hart erarbeitete Stabilität in Frage gestellt wird und auch mit dem Anspruch, neue Risiken als Aufseher ins Auge zu fassen. Dazu müssen wir allerdings stärker in den Dialog kommen, damit wir besser verstehen, was digital passiert und damit wir zielgerechter darauf reagieren können. Und die Kolleginnen und Kollegen von der Bankenaufsicht und ich haben in den letzten Wochen und Monaten eine Reihe von Gesprächen geführt mit Instituten. Wir haben uns mit Kollegen von Aufsehern in Europa, aber auch darüber hinaus unterhalten, um ein stärkeres
Verständnis dafür zu bekommen, was Digitalisierung jenseits von Apps, was Digitalisierung vor allen Dingen in der Wertschöpfungskette, in den Backoffice tatsächlich bedeutet. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben nach wie vor mehr Fragen als Antworten. Was kommt? Lassen Sie uns nun noch ein Stück weiter in die Zukunft blicken. Mir geht es jetzt um Themen, die durchaus heute schon bekannt sind, deren mittel- und langfristige Bedeutung aber nach meiner Wahrnehmung größer sein wird, als viele glauben und die auch beim Symposium 2024 noch unsere Köpfe rauchen lassen werden. Lassen Sie mich dazu noch kurz drei Felder nennen. Das erste ist eigentlich ein Klassiker, der aber in guten Zeiten konsequent ausgeblendet wird. Zyklische Risiken, das kann ich Ihnen nicht ersparen. Hinter uns liegt eine lange Phase hohen Wachstums und niedriger Zinsen. Herr Weidmann hat das eben auch angesprochen. Und man muss kein Untergangsprophet sein, um zu sagen, das wird nicht ewig so bleiben. Das Problem dabei ist, gerade in wirtschaftlich guten Zeiten wird die Wahrscheinlichkeit von künftig schlechteren Entwicklungen allzu leicht unterschätzt. Während der konjunkturell fetten und zinstechnisch mageren Jahren haben sich durchaus Risiken und Verwundbarkeiten im deutschen Finanzsystem aufgebaut. Ein unerwarteter oder unerwartet starker Konjunktureinbruch könnte mehrere dieser Verwundbarkeiten gleichzeitig offenlegen. Und dann kommt die Spirale in Gang, steigende Verluste durch Kreditausfälle und eine erhöhte Risikovorsorge würden damit einhergehen, dass Vermögenstitel und Kreditsicherheiten an Wert verlieren. Verluste würden den freien Eigenkapitalpuffer der Banken mindern. Banken müssten mehr Eigenkapital aufbringen, um die regulatorischen Vorschriften oder auch die Anforderungen des Marktes zu erfüllen. Kurzfristig würden womöglich die Banken versuchen, dies durch eine Einschränkung der Kreditvergabe zu erreichen. Dadurch könnte dann wieder ein konjunktureller Abschwung verstärkt werden. Ich weiß, diese Zusammenhänge sind Ihnen allen bekannt. Mir ist aber trotzdem wichtig, die Verwundbarkeiten zu betonen, denn während die mittelfristigen Aussichten für das Wirtschaftswachstum zurzeit gar nicht so schlecht sind, wie Herr Weidmann ausgeführt hat, kann sich auch dies irgendwann ändern. Es ist deshalb jetzt gute Zeit, Vorsorge zu treffen. Dabei hilft allerdings, dass Sie, die Banken, bereits Puffer aufgebaut haben, auch dank einer strengeren Regulierung. Gegenwärtig bestehen durch das Niedrigzinsumfeld Anreize im Wettbewerb, insbesondere im Firmenkundengeschäft und bei der Finanzierung von Gewerbeimmobilien, die Kreditstandards zu lockern. Hier erwarte ich von den Marktteilnehmern trotz des Anlagedrucks eine gewisse Disziplin, um die Qualität des Gesamtportfolios nicht zu verschlechtern. Es ist also wichtig, dass Sie nicht nachlassen, in Ihren Anstrengungen Ihre Puffer weiter aufzubauen und so das Immunsystem des Finanzsystems insgesamt zu stärken. Wir als Bundesbank haben die Ergebnisse dieser Bemühungen klar im Fokus, auch bei der regelmäßigen Prüfung des Einsatzes makroprudentieller Puffer. Meine Damen und Herren, wenn es um einen Blick in die Zukunft geht, sollten wir auch ganz neue Risikoquellen so früh wie möglich erkennen. Solche, die sich nicht in historischen Daten zeigen. Hier denke ich zum Beispiel an Risiken aus dem Klimawandel. Die Risiken, Herr Otto, standen im Mittelpunkt unseres Symposiums im vergangenen Jahr. Allerdings, das Thema Green oder Sustainable Finance hat seitdem auf allen Ebenen enorm an Fahrt aufgenommen. Besonders empfehlen möchte ich Ihrer Aufmerksamkeit den am 17. April dieses Jahres erscheinenden Bericht des Netzwerks von Zentralbanken und Aufsehern, und dann geht es in Englisch weiter, Network for Greening the Financial System, zu deren Gründungsmitgliedern die Bundesbank zählt. Das Thema ist keine Eintagsfliege und Sie sollten es spätestens jetzt ernst nehmen. Zum einen als Risiko, denn physische und transitorische Risiken können Quelle von Kredit-, Markt- und auch operationellen Risiken sein. Das ist ein Stück weit Neuland und ich weiß um die Schwierigkeiten bei Daten und Methoden. Hier ist noch viel Wissensaufbau nötig. Das darf aber keine Ausrede sein, um Klimarisiken auf die lange Bank zu schieben.
Zum anderen, und das ist mir heute besonders wichtig, sollten Sie Green Finance aber auch als Chance wahrnehmen. Es geht dabei auch um Marktanteile und darum, wer die rasant steigende Nachfrage nach nachhaltigen Finanzdienstleistungen tatsächlich erfüllt. Und ich sage es hier ganz klar, manche Länder preschen hier stark voran. Ich denke zum Beispiel an China oder auch das Vereinigte Königreich. Und die EU darf hier nicht ins Hintertreffen geraten. Deshalb begrüßen wir als Bundesbank auch ausdrücklich die Brüsseler Initiativen dazu und bringen uns aktiv in die Debatte ein. Dabei, lassen Sie mich das auch deutlich sagen, achten wir allerdings penibel darauf, dass der Grundsatz der Risikoorientierung eingehalten wird. Jede neue Regulierung aus dem Bereich Sustainable Finance muss diesen Test bestehen. Klar ist allerdings auch, nicht alles, was auf europäischer Ebene in den vergangenen Monaten vorgeschlagen wurde, ist schon völlig rund- und praxistauglich. Deshalb müssen auch Institute und Verbände das Greening des europäischen Finanzsektors mitgestalten. Und um das Gestalten und um langfristiges Denken geht es mir auch in meinem dritten und allerletzten Punkt. Die Gestaltung des kontinentaleuropäischen Finanzplatzes nach dem Brexit, über das auch im nächsten Panel gesprochen wird. Ich bin überzeugt, wir brauchen eine europäische Strategie zur Vertiefung und Modernisierung des Finanzbinnenmarktes. Unser Ziel sollte ein vernetzter europäischer Finanzmarkt sein, der nicht nur den Wettbewerb im Innern entfacht, sondern auch global relevant ist. Ich wünsche mir ein finanzielles Ökosystem auf dem Kontinent, das zwar auf mehrere Standorte verteilt ist und dem nationale, regionale und lokale Spezialisierungen ihren Platz haben, in dem die Akteure aber Teil eines einzigen vernetzten Finanzplatzes sind. Ein solcher Binnenmarkt wäre nicht nur in der Lage, die Lücken, die das Ausscheiden von London hinterlässt, zu schließen. Ein solcher gemeinsamer Finanzplatz würde auch dazu beitragen, dass die wesentlichen Finanzströme auf dem Kontinent weiter unter europäischer Aufsicht stehen und wir mit unseren hohen aufsichtlichen Standards den Schutz der Finanzstabilität sicherstellen können. All das sollte sozusagen Beyond Capital Markets Union in der kommenden europäischen Legislaturperiode zu den Prioritäten zählen, die dann im zweiten Panel nach der Mittagspause diskutiert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Albert Einstein soll einmal gesagt haben, mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Ein zukunftsgerichteter Perspektivwechsel hilft dabei, die zahlreichen Herausforderungen für Banken und Sparkassen einzuordnen. Von den vielen relevanten Themen habe ich 9 angesprochen. Manche Themen, die heute noch lebhaft diskutiert werden, in 5 Jahren aber zur Selbstverständlichkeit geworden sind, Basel III. Andere Themen, die bereits heute auf der Agenda stehen, die aber nicht so einfach loswerden wie die strukturelle oder die digitale Transformation. Und wieder andere Themen verdienen zukünftig sogar mehr Aufmerksamkeit, als sie bislang bekommen, etwa der Klimawandel und die Gestaltung des europäischen Finanzplatzes. Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten, so hat es Willy Brandt formuliert. Die Zukunft passiert nicht einfach. Wir alle in diesem Saal können sie mitgestalten, wenn wir uns frühzeitig mit ihr auseinandersetzen und Strategien entwickeln. Ich erwarte mir vom heutigen Tag viele solche zukunftsgerichtete Impulse. Ich freue mich auf ein abwechslungsreiches Symposium, auf viele angeregte Diskussionen im Saal und in der Lobby darüber, wie wir gemeinsam und im Dialog die Zukunft des Banken- und Finanzwesens mit Gewinn für uns alle gestalten können. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.